iOS 16 in 60 Sekunden. Neben neuen Schriftstilen kannst du nun Widgets auf deinen Sperrbildschirm ziehen. Fotos, die im Porträtmodus geschossen wurden, kannst du nun auch als 3D-Hintergrund verwenden. Außerdem kannst du nun jetzt unterschiedliche Sperrbildschirme erstellen und ganz einfach zwischen ihnen hin und her wechseln. Mitteilungen kannst du nun als Stapel anzeigen lassen und mit Live-Aktivitäten kannst du laufende Aktivitäten auf deinen Sperrbildschirm live verfolgen. Praktisch. Du kannst deinen Hintergrund mit deinem Fokus verbinden und entscheiden, welcher Hintergrund und welche Inhalte dir angezeigt werden sollen. Neben der Share Library, auf die Freunde und Familie zugreifen können, kannst du nun gesendete Nachrichten bearbeiten oder zurückrufen. Gleiches auch bei Mails. Du kannst jetzt direkt in Safari einen FaceTime-Anruf starten und aus Bildern mit einem Klick das Motiv vom Hintergrund trennen und quasi direkt als Sticker versenden. Aus der Kamera kannst du nun direkt Texte kopieren, übersetzen, Währung umrechnen und mehr. In Maps kann man nun in der Route mehrere Zwischenstopps einplanen und mit Health seine Medikamente verwalten. Neue CarPlay-Features integrieren das iPhone mehr denn je.